Zu Gast bei Sandes starken Frauen und Männer. Online-Redakteur Philipp Johansen hat die Bodybuilder des Teams ProFitness besucht. Natürlich in der Hoffnung, auch sein eigenes Talent im Kraftsport unter Beweis stellen zu können. Aber vor der Qualität kommt wie so oft die Qual. Wir sind hier im ProFitness in Sande. Neben mir steht Timo. Der trainiert die Jungs und die Mädels für die Norddeutsche Meisterschaft am 5. November in Bad Fallingbostel. Timo, was macht ihr denn jetzt eigentlich hier, um euch vorzubereiten? Wir gehen im Team jeden Tag ins Training. Wir planen unsere Ernährung, timen das auf den Wettkampf punktgenau fertig. Und jetzt sind wir so in der Endphase. Das heißt für die Jungs und Mädels 11, 12, 13 Stunden Cardio die Woche und das gleiche an Krafttraining. Kann ich da nicht einfach mal so ein paar Übungen machen, damit ich weiß, was ihr so den ganzen lieben langen Tag macht als Vorbereitung? Ich hoffe, du weißt, was du dir da antust. Ich gebe dir einen meiner Jungs und meiner Mädels an die Seite und dann Action. Ja, super. Und natürlich heißt es erst einmal Gewichte schleppen. Sina Christine Greis ist amtierende norddeutsche Meisterin und stemmt nicht nur statische Masse in die Luft. Das ist besser als auf dem Schützenfest in Esens, oder? Ja, auch Karussell, aber es geht nicht so tief runter. So, jetzt kannst du, oder? Ja, jetzt übernehme ich, kein Problem. Ja, ich mache jetzt 220 Kilo Beinpresse. Mal gucken, wie ich mich damit anstelle. So. Soweit alles in Ordnung? Geh mal. Gut. Das muss erstmal ein bisschen helfen. Das stimmt gar nicht. Okay. So, jetzt ohne Hilfe. Tiefer, 90 Grad ist der Ansatz. Kommt wieder raus. Oh, oh nee, der ist. Scheiße. Du machst wieder zurück? Geht gar nicht. Warte mal, warte. Oh. Das ist ein bisschen weich. Ja, das ist schon gut. So hatte ich mir das vorgestellt, das ist gut. Mehr davon. Oh ja, gut, mehr als zwei geht nicht. Jetzt machen wir ein bisschen Arme. Ja. Oh. 15 Kilo. Oh. Ich glaube, 15 ist schon viel, ja. Micha, das ist eigentlich dein Aufwärmgewicht. Wer muss jetzt dein Aufwärmgewicht? Okay, alles klar. Ja, 15 Kilo zum Aufwärmen, also so drei Kartoffelsäcke ungefähr. So, und jetzt mache ich? Jetzt stellst du dich mal einfach hin. Hältst du hier gut mit deinem Körper? Ja. Dann drehst du den nach oben und schön rein. Abwechselnd? Ja. Das ist halt hier immer am Spieß, ne? Ja. Lass mal so 12 Wiederholungen pro Arm. Die Übung kannst du noch anders ausführen, zum Beispiel Hammer Curls, wie das Wort sagt, Hammer, Griff. Ja. Siehst du die so? Okay, Moment. Das kannst du ja auch nochmal machen, wenn du noch eben, dann sind die gleich. 50 Wiederholungen fertig hast. 50 bis 80 machst 50? Du nee, nicht im Ernst, oder? Nein, ich mach Spaß, aber. Bei uns ist teilweise auch gerade so wenig Gewicht, gerade wegen dem Medaille-Training. Wenig Gewicht, ja. Wenig Gewicht, viele Wiederholungen. Das ist das. Kommt es auch mal vor, so beim Einkaufen, dass ihr so eine Tüte Milch greift und die landet auf einmal in der Hochbekommen? Ja, das kommt auch vor. Ich glaube, jetzt bin ich bei 8 oder 9. Die Milchtüten, die kratzen. Und brennen die Arme schon? Ja, ich krieg auch gleich die Hand nicht mehr hoch. Ja, komm, zwei schaffst du da. Oh ja, ja. Zwei haust du noch weg. Philipp, erzähl doch den Witz jetzt. Ja, schön wär's. Ja, Philipp, das ja, soll wohl funktionieren. Sieht nach einer typischen Einsteigerübung also so, aus. Für den unteren Teil so mehr fürs Heben und so als Einsteiger. Sehr geil, kannst du auch irgendwie so machen. Ja. Also die mit den Knien quasi an die Nase ran irgendwie. Genau. Okay. Na gut. So, und jetzt mit den Knien? Genau, am besten so die Atmung, am besten ich atme immer richtig aus. Beim Hochziehen, weil viele halten immer an und immer auf Druck, immer irgendwie was locker atmen, hochziehen und aber die Knie mal richtig hochziehen. Genau. Genau. Davon machst du dann so,
20, 50 Stück jetzt? Nein. Dürfen noch mehr sein. Vielleicht schaffst du es auch schon komplett meine Gerade, komplett hoch. Keine Spannung. Wichtig ist, dass du halt auch langsam wieder zurückfällst in diese Schwingung. Aber es ist alles eine Sache der Gewohnheit, da gewöhnt man sich sehr schnell dran. Ich merke auch gerade die Oberschenkel noch von der Beinpresse. Das ist quasi wie Bergsteigen jetzt, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, so ein bisschen steppermäßig. Ne? Das ist schön für die Beine und für den Hintern. Und dadurch, dass du halt relativ schnell treten musst, damit das Gewicht auch oben bleibt, hast du da dann natürlich auch noch den Cardio-Effekt mit drin. Und wie lange macht ihr das, wenn ihr das jetzt? Also zurzeit sind so nach dem Training die Einheiten zwischen 45 Minuten und 60. Cardio? Ja, also entweder da drauf oder auf dem Stepper für uns Mädels. Und Eike macht viel Fahrrad, eine Stunde. Okay. Am Stück? Ja, natürlich. Sicher. Und dann morgens halt auf nüchternen Magen ist ja auch nochmal für jeden eine Stunde Cardio. Das macht ihr vor der Arbeit dann? Mhm. Das heißt, wann steht ihr da auf? Ja, kommt drauf an. Also Sina und ich sind immer ziemlich früh dabei. Also ich glaube, spätestens um 6 sitzen wir auf dem Fahrrad für unsere Stunde zu Hause. Und Eike fährt dann immer hierher, macht morgens um 7:30 dann sein Cardio. Und ich schlafe in der Zeit noch. Wir schlafen ganz gesunde 7 Stunden, genau. Das heißt, ihr geht früh ins Bett und dann noch früh aufstehen. Spätestens um 11 müssen wir auf jeden Fall im Bett liegen. Also das gehört zur Vorbereitung dazu, dass man sich dementsprechend anpasst. Auch am Wochenende, deswegen ist dann nichts mehr mit Weggehen in der Vorbereitung. Ist es denn, also viele machen ja Sport als Ausgleich zur Arbeit. Ist es bei euch genau andersrum, dass ihr eigentlich mehr arbeitet, um den Sport auszugleichen? Oh Gott. Wieder nicht aufgepasst. Also ich mit meinem Job, der zwischenzeitlich schon sehr anstrengend ist, wenn ich im aktiven Dienst mit den Kindern bin, als Sozialpädagogin, bin ich schon froh, wenn ich dann meinen Sport abends machen kann und dann, weiß ich nicht, dann angestauten Frust oder so abtrainieren kann. Es gehört halt einfach irgendwann dazu. Also es ist, wie arbeiten gehen, ist auch Sport abends einfach so ein Standardding. Auf die Morgeneinheiten kann ich natürlich verzichten, das muss ich nicht haben, eine Stunde länger schlafen ist schon schön, aber es ist ja auch nur in der Vorbereitung der Fall. Und es gehört halt einfach dann schon dazu. Man kann es immer irgendwo einbauen. Also auch 3 Stunden Sport am Tag sind möglich, genauso wie 20 Minuten. Ja, also ich merke, 45 Minuten würde ich nicht schaffen. Ich habe jetzt knapp 3 Minuten und langsam keine Kraft mehr. Ja, wenn du fertig bist, kannst du einfach aufhören zu drehen. Ja, fertig. Ja. Wisst ihr, wie viele Kalorien ihr verbrennt durchs Training? Habt ihr dann eine gewisse Anzahl? Hast du da irgendwie einen Überblick? Nee, ne? Das ist unterschiedlich. Es kommt ja auf die Intensität an, wie viel Gewicht du nimmst, wie viel Cardio du machst, welche Cardio-Geräte du benutzt und so. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Es ist auf jeden Fall sehr anstrengend. Mir ist jetzt sehr warm, obwohl es relativ kühl hier ist. Und ich bin auch schon sehr am Schwitzen. Also ja, das machen wir nicht mehr. Nee. Wir sind jetzt in der Phase, da kommt kein Schweiß mehr. Aber die Basis ist gelegt. Ja. Philipp, du bist angefixt. Also jetzt die nächsten 6 Tage wieder, ist ja klar, sonst wäre das ja nichts. Ja, weitermachen, klar, dranbleiben. Meine nächsten norddeutschen Meisterschaften 2017. Ja, dann du könntest im Frühjahr direkt starten, kein Problem. Machen wir. Okay, alles klar. Ja, dann haben wir doch ein Projekt fürs nächste Jahr. Sehr gut. Okay. Dann nehmen wir dich beim Wort. Zum Glück musst du Auto fahren und nicht ich.